aber ich sage dir, die Mutter Gottes hat ganz schön beschissene Unterhosen an. Und für jeden von uns hat sie eine Unterhose an. Aber eine jede ist beschissen. Um wie viel lieber wäre ich bei dir, Anüter? Oder sonst eine Holden aus dem seligen Weiberreigen mit seiner Kleinigkeit, als hier bei der größten Frau, die uns langsam zertrampelt. Denn nun zieht sie ja die Russen uns vor, die Hurensöhne. Nachdem sie es so lange mit uns getrieben hat, dass die Russen fast alle verreckt wären. Die Hurensöhne, die Hurensöhne. Die Hurensöhne haben an mir vorbeigeschossen. Je langsamer ich gegangen bin, desto zielstrebiger haben die an mir vorbeigeschossen. Die haben uns und sparen ihre Munition. Und du bist auch noch nicht verreckt. Verrückte Nachwelt, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Denn ihr seid hundertprozentig die gleichen Arschlöcher wie wir, wenn nicht mehr. Ich stelle mir vor, dass ihr über und über mit Arschlöchern übersät seid. Aber eins sage ich euch noch, nämlich, warum ich mit dem Hitlergruß sterbe. Der Iwan, die verreckten Hurensöhne, bringen mich mit und ohne Hitlergruß um. Denn der Russ ist ein Mörder. Aber meine Leute freuen sich, wenn sie mich in der ihnen vertrauten Geste erblicken. Vielleicht hilft ihnen diese meine Geste, noch ein paar Augenblicke länger auf das Wunder zu warten. Denn wir sind das Herz des Führers. Und ohne uns kann Adolf Hitler nicht leben. Ohne uns ist er krank und tot. Nur mein deutsches Soldatenherz kann ihn heilen, Kameraden. Heilt Hitler!